erste Statement nach dem Arbeitsgespräch von Europaministerin Caroline Edtstadler mit dem spanischen Staatssekretär für die Europäische Union, Juan González Barba. Frau Ministerin, bitte. Einen schönen Vormittag, Mittag auch von meiner Seite, vor allem aber Buenas tardes, Secretario de Estado. Juan González Barba Perra, wir haben uns bereits vor vielen, vielen Monaten gesehen, als ich nämlich Anfang Februar in Madrid auf Besuch war. Es war im Zuge meiner Tour de Capital und es war, soweit ich mich erinnere, einer der ersten Besuche internationaler Art, die du, lieber Herr Staatssekretär, als neu in deiner Position in Empfang genommen hast. Wir haben von Anfang an festgestellt, es ist einfach wesentlich, sich auszutauschen, nicht nur mit den unmittelbaren Nachbarstaaten, sondern auch mit vielen anderen Staaten. Wir haben seither viele Gespräche geführt, die meisten davon am Telefon oder in Videokonferenzformaten. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es jetzt so viele Monate danach gelungen ist, endlich den Gegenbesuch auch in Wien wahrzumachen. Es gibt viele Themen zu besprechen. Ein Thema kann natürlich in Zeiten wie diesen nicht fehlen, und das ist die Bekämpfung von Covid-19. Es ist wichtig, sich mit allen Staaten auch über die Erfahrungen auszutauschen, die es gibt. Wir haben alle in Europa momentan die Notwendigkeit, die Infektionszahlen nach unten zu bringen, und deshalb ist es auch wesentlich, sich auszutauschen, jetzt mitten in der zweiten Welle, wie dieser Kampf am besten gelingen kann. Es ist wesentlich, Vertrauen zu stärken in die Maßnahmen, die gesetzt werden, auch darüber zu reden, wie die Menschen diese Maßnahmen mittragen und natürlich, wie die entsprechende Entwicklung ist. So viele Monate nach Beginn dieser Pandemie müssen wir uns auch innerhalb Europas besser koordinieren, enger absprechen. Auch das ist etwas, was wir erst vor 2 Wochen beim Rat Allgemeiner Angelegenheiten in Luxemburg begonnen haben zu tun. Und ich denke, hier gibt es noch viel Möglichkeit, das auch auszubauen. Wie wichtig der bilaterale Austausch ist, und auch das darf ich erwähnen, zeigte sich auch gestern bei meinem Besuch in München, als ich es erreichen konnte, dass die Grenzen zwischen Österreich und Deutschland offen bleiben, dass der kleine Grenzverkehr weiterhin möglich ist, denn die Menschen haben es schwer genug. Wir alle leiden natürlich unter diesem Virus und wir wollen hier keine weiteren sozusagen Mühen aufbauen, sondern ein möglichst, ja, sozusagen Leben auch möglich zu machen, aber trotzdem den Schutz der Gesundheit abzusichern. Wir wissen, wir müssen uns einschränken, deshalb auch der Austausch mit anderen Ländern, jetzt auch mit Spanien. Es gibt aber darüber hinaus eine ganze Menge anderer Themen, die natürlich uns auch in Zukunft innerhalb der Europäischen Union beschäftigen werden, die bereits auf dem Tisch liegen, und auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Ich darf das schlagwortartig machen und ein Thema ganz besonders auch hervorheben, weil es eines der Themen war, die uns von Anfang an auch besonders verbunden hätten, würde ich sagen, und das ist die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union. Anfang Februar ging es darum, ein Mandat im Europäischen Rat zu finden, das offen ist für eine Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union ohne Denkverbote. Und in Spanien habe ich einen Verbündeten auch für diese Konferenz gefunden. Und auch jetzt, wo es noch immer nicht möglich war, aufgrund Covid-19 diese Konferenz zu starten, wollen wir natürlich hier auch weiter voranschreiten. Warum wollen wir das tun? Weil wir eine Europäische Union für die Bürgerinnen und Bürger wollen, weil wir Lösungen anbieten wollen und weil im Moment auch viele Themen auf dem Tisch liegen, die sozusagen gelöst werden wollen. Wir haben gesprochen über die Migrationspolitik, dass wir ein gemeinsames europäisches Asylsystem brauchen. Wir haben kurz angeschnitten auch das Thema Brexit, sicher ein Thema, das alle in der Europäischen Union betrifft, aber ganz besonders natürlich auch Spanien betrifft, wo wir auf eine gute Lösung hoffen, wo wir aber als erste Aufgabe der Europäischen Union es sehen, auch eng zusammenzuhalten, zusammenzustehen, uns nicht auseinander dividieren zu lassen, und das auch etwas, was sozusagen immer wieder auch erneuert werden muss im Bilateralen. Wir haben darüber gesprochen, dass es in der Vergangenheit schon gelungen ist, auch Lösungen zu finden, selbst bei Themen, wo man unterschiedliche Standpunkte hat. Stichwort mehrjährige Finanzrahmen, EU Next Generation.
Wir haben hier sicher unterschiedliche Meinungen, aber durch eine gute Diskussionskultur, durch das Suchen von Verbündeten, durch das auch Einbeziehen von Meinungen, die am anderen Ende sozusagen der Fahnenstange sind, ist es auch damals gelungen, eine Lösung zu finden. Und das betrifft natürlich auch die Konnexität zwischen mehrjährigen Finanzrahmen und Rule of Law, also Rechtsstaatlichkeit, auch ein Thema, das wir eingehend besprochen haben und wo es uns darum geht, nicht nur die Länder, die irgendwann der Europäischen Union beitreten wollen, auf diesem Pfad der Rule of Law, der Rechtsstaatlichkeit zu haben, sondern natürlich auch innerhalb der Europäischen Union dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten hier auf einem Pfad bleiben, Stichwort Rule of Law Mechanism, also der neue Mechanismus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit, der von der Europäischen Kommission präsentiert worden ist und wo die deutsche Ratspräsidentschaft ja auch den Diskurs und die Debatte darüber begonnen hat. Alles in allem, also ein ganzes Bündel an Themen, die wir bereits jetzt in einem Arbeitsgespräch besprochen haben. Ich freue mich sehr, dass auch noch ein bisschen Zeit bleibt, bei einem informellen Austausch diese Themen da und dort auch noch zu vertiefen. Und ich darf noch einmal sagen, herzlich willkommen in Wien. Ich gehe davon aus, dass es nicht das letzte Mal war, aber jetzt besteht auch wieder die Möglichkeit eines Gegenbesuchs nach Spanien, wenn hoffentlich die Covid-19-Situation auch dort, wie auch bei uns, sich verbessert hat. Herr Staatssekretär. Also, darf ich einige Worte auf Deutsch sagen und nachher auf Spanisch. Vielen Dank, liebe Ministerin Stalle, liebe Caroline. Du hast einen gut Zusammenfassung gemacht auf unsere Unterhaltung. Ich muss sagen, dass ich zufrieden ist zu diesem Gegenbesuch, Caroline, Ministerin Stadler, hat mich in Madrid besucht, 3 Tage nach meiner Ernennung und in der Rahmen einer Leihe von Besuchern, ne? Zu anderen europäischen Ländern. Und ich muss sagen, das ist ein großes Vergnügen, mit Caroline, mit Ministerin Edstaller zu arbeiten, weil sie vielleicht eine des populärsten Kollegen auf unserer Rat, auf unserer Gruppe ist. Ein kleines Beispiel: Wir sind Europaministern verbunden mit einem Chat, der Caroline geschafft hat. So, dies ist ein kleines Spiel zu ihrer Kontribution, zu ihrer Teil. So now I will change into English, sorry, because as you can see, it's more social German than otherwise. I think I have little to add to what Minister Ed Chatler has said. I think one point she has underlined is very important. In some issues, we were standing at very different positions, for example, regarding the economic recovery of the pandemic. So they were including the so-called frugals, and we were on the other end, those asking for the euro bonds or corona bonds. And in the end, and this is the beauty of the European process, through negotiations, through a deep understanding of the worries and the needs of the other side, in the end, and through an intense 3.5-4 months of talks, of negotiations, of exchanging views, we managed to reach an historic agreement. And for example, we've started also talking about migration. It's true that as a first border state, we start with different views on migration, but I am sure that in the end we will manage to reach an agreement, a compromise that will be satisfactory for all European countries. I also like to say that apart from visiting my colleague regarding European affairs, I'm also the double hat. I'm also in charge of bilateral relations. So afterwards, I will be visiting also, having a meeting
with my colleague, the Secretary General in the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador Lansky. So on the whole, I'm sure that it will be a very productive visit for us. Austria is a very dear country with which we are linked through history, through personal contacts. A big number of tourists coming from Austria to Spain and from Spain to Austria, through business and investment links. And especially because if you take seriously the European Union, and we do, and in Spain we are really committed to the European project, the role that Austria plays throughout history and through its current geographical and political position, just in the middle of Europe, is key to understand the different dynamics here in Europe. And therefore, having an ongoing exchange of views with Austria at different levels, my level, other ministers, line ministers, the prime ministers and the chancellor, is key to move on with this project so dear to our hearts. So thank you very much. Thank you very much, Caroline. Okay, ich darf zu Ihren Fragen kommen, bitte. Spanisch? Okay. A question in Spanish. Okay. ¿Puedo hacer una pregunta en español? Wanda Rudic. Nun, ich möchte auf Spanisch sprechen. Wanda Rudic, Agencia EFE. Zwei Fragen. Die erste Frage ist folgende. Haben Sie von Folgendem gesprochen, beziehungsweise erwarten Sie, dass es bei der Koordinierung weitere Fortschritte geben wird? Wenn es jetzt um Koordinierung und weitere Fortschritte bei Reiseeinschränkungen geht, wird es dann mehr Reiseeinschränkungen geben? Oder mal anders gefragt, wie werden Sie dann mit der Ampel der Europäischen Union umgehen? Ich denke, es wird ja bald eine zusätzliche Sitzung zu diesem Thema geben, seitens der einzelnen Regierungschefs. Das wäre mal der erste Fragenkomplex. Und zweitens, welche Möglichkeiten sehen Sie, dass der Aufbaufonds sozusagen entblockiert wird? Nun, was die erste Frage betrifft, muss ich Folgendes sagen. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten, wo Frau Minister Edelstadler und ich dabei sind, hat ja bei der letzten Sitzung ein sehr wichtiges Dokument verabschiedet, nämlich eine Empfehlung zur Mobilität und zur Koordinierung, wenn es um das Thema Covid geht. Und eine der Verpflichtungen, die Mitgliedstaaten eingegangen sind, ist, dass die Grenzen offen bleiben, dass wir sie offen halten werden. Und das ist ganz wichtig. Dazu kommt, dass wir auch einen regionalen Ansatz suchen werden, nicht nur den nationalen. Das bedeutet, dass Staaten, die ein größeres Staatsgebiet haben, wie zum Beispiel Spanien, die ja auch noch Inselregionen haben, die Pandemie sozusagen regional einschätzen kann und dass dadurch auch bestimmte Arten von Reisen, Besuche, touristische Ausflüge und so weiter zwischen den einzelnen europäischen Regionen möglich bleiben. Ein weiterer Vorsatz, den wir gefasst haben, ist folgender, dass in dem Maße, in dem es möglich ist, die einzelnen Beschränkungen nicht so sehr über Quarantäne, sondern über Tests laufen. Und in diesem Sinne kann ich sagen, dass wir da mit Österreich von Anfang an eine gute Zusammenarbeit gehabt haben. Von Spanien aus sind wir jetzt nicht in der schlechtesten Situation, so in etwa in der Mitte angesiedelt haben. Aber noch einmal, Spanien hat von Anfang an hier diesen regionalen Ansatz erfahren. Österreich hat zum Beispiel nie die Kanarischen Inseln in die roten Gebiete sozusagen eingeordnet. Und das war sehr wichtig für uns, wo also Quarantänebestimmungen für österreichische Reisende gelten würden. Und die Tatsache, dass ich heute hier bin, ist ja auch ein Beweis dafür, dass wir die Kontakte beibehalten wollen, dass wir sie pflegen wollen, in dem Maße, in dem es uns möglich ist. Denn Videokonferenzen sind zwar gut und schön, aber es ist ganz wichtig, auch persönliche Kontakte und persönliche Besuche zu pflegen. Und zur zweiten Thematik, die Sie angesprochen haben, folgendes. Da sind ja noch Verhandlungen zwischen den drei Institutionen anhängig, der Trilog, wie wir ihn genannt haben. Wir werden Informationen aller drei Institutionen noch vom deutschen Vorsitz einholen. Im Moment scheint es so zu sein, dass sich die Positionen bereits sehr angenähert haben und über die Vermittlungsanstrengungen
über die Kompromissbereitschaft, die auch vom deutschen Vorsitz ja aufs Tapet gebracht worden sind und die Spanien ganz klar unterstützt, ist es sehr gut möglich, dass wir in kurzer Zeit eine Freude sozusagen erleben dürfen, dass wir nämlich zu einem Kompromiss aller drei Institutionen gelangt sind. Mikrofon bitte. Und wie sieht das mit Ungarn aus? Also, wird da dieser Mechanismus verabschiedet werden, dass die Unterstützung? Ja, natürlich. Die Bedingung der Rechtsstaatlichkeit ist eine der drei wichtigen Dinge, die auf dem Tapet sind und wo auch die Vereinbarung nach hinten verschoben werden musste. Laut Informationen, die wir jetzt haben, ist es so, dass zumindest zwischen dem Vorsitz und der Kommission und auch dem Europäischen Parlament die Möglichkeit besteht, dass wir, wie gesagt, kurzfristig da zu einer Formel und einer Formulierung kommen können, die zufriedenstellend ist. Und diese Vereinbarung muss dann natürlich auch noch den einzelnen nationalen Parlamenten vorgelegt werden, und zwar für einen konkreten Aspekt, nämlich, dass das Limit der Eigenmittel nach oben gesetzt wird. Denn jeder Staat, jedes Parlament muss in diesem Zusammenhang seine Position konkret formulieren. Wir müssen ja auch in Betracht ziehen, dass eben die zweite Welle uns schwer getroffen hat und dass wir dieses Wirtschafts- und Finanzpaket so früh wie möglich zur Verfügung haben. Denn es ist ganz wesentlich für eine Erholung Europas, für den Neuaufbau Europas. Und wir wollen ja, dass es ein grünes, inklusives Europa ist. Das heißt, es bedarf einer einzigartigen Übung in der Geschichte der EU, dorthin zu kommen, wo wir hinkommen möchten. Und wir vertrauen darauf, dass wir alle unseren Verpflichtungen und Verantwortungen gerecht werden können. Weitere Fragen? Frage an die Frau Ministerin Edtstadler. Sie haben es schon angesprochen, mit Bayern haben Sie sich einigen können auf einen 24-stündigen Aufenthalt für grenznahe Erledigungen. Pendler müssen aber weiterhin einmal pro Woche einen Test machen. Wieso gibt es noch immer keine einheitlichen Grenzbestimmungen für Österreich, für die Grenzländer? Und ja, zunächst, wir haben jetzt viele Monate der Pandemie erlebt. Wir haben begonnen, auf europäischer Ebene jetzt auch noch viel intensiver uns zu koordinieren. Es bleibt aber ein Faktum, dass sowohl die Gesundheit wie auch die Sicherheit eine nationale Zuständigkeit sind und wir hier natürlich auch die Entscheidungen der einzelnen Mitgliedstaaten, auch wenn sie wehtun, akzeptieren. Es ist aber gerade dann, wenn Regionen so eng miteinander verwoben sind, wie das beispielsweise bei Bayern und Österreich der Fall ist, ganz, ganz notwendig, hier den Menschen nicht zusätzliche Prügel zwischen die Beine zu werfen. Es war daher ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wir hier den kleinen Grenzverkehr aufrechterhalten können, dass hier eben diese 24-Stunden-Regelung, von der Sie ohnehin gesprochen haben, auch in Kraft ist, dass man also hin und retour kann, wenn man innerhalb von 24 Stunden ein- und wieder ausreist, dass die Menschen sozusagen ihr Leben hier fortführen können, weil sie ja auch jetzt keine Staatsgrenze mehr fühlen, seit vielen Dekaden eigentlich sozusagen das ganz eng miteinander verwoben ist. Nichtsdestotrotz geht es eben darum, dass jede nationale Regierung auch für die Gesundheit der Bevölkerung sorgen muss, dass es hier auch jetzt seitens Deutschland und insbesondere Bayerns Vorkehrungen gibt für Pendler, um die Gesundheit derer, die also auch dann dort arbeiten und das immer wieder machen, mindestens einmal in der Woche also einpendeln, diese zusätzliche Verpflichtung für einen Test einführen. Ich darf aber dazu sagen, dass es ganz klar war, dass erstens einmal die Bayern das organisieren auch, dass man sich dort testen kann und dass auch die Kosten für diese Testungen übernommen werden. Auch das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Es gibt einen regen Austausch zwischen den beiden Staaten oder dem Freistaat Bayern, wenn man es jetzt noch einmal sozusagen regionaler macht, und Österreich, insbesondere eben Vorarlberg, Tirol, vor allem aber auch Salzburg und Oberösterreich. Und deshalb war es gut und richtig und wichtig, hier auch im direkten, nämlich physischen Kontakt, diese Dinge auszusprechen. Der Herr Staatssekretär hat es angesprochen, wir treffen uns viel in Videokonferenzen. Wir sind natürlich alle daran gewöhnt in der Zwischenzeit, aber der direkte Austausch ist dann immer noch der bessere, und deshalb bin ich froh, dass das gestern möglich war und auch diese Lösung erreicht werden konnte. Eine Nachfrage bitte.
Noch eine Frage an den Herrn Staatsrat und die Frau Ministerin. Und zwar, Spanien ist ja ähnlich vom Tourismus abhängig wie Österreich mit rund 15% vom BIP. Jetzt rechnen Ökonomen hier, sollte der Wintertourismus nicht stattfinden können, mit einem, dass das die Wirtschaftsleistung mit einem Minus von 1,5% beeinflussen könnte. Welche Strategien gibt es für den Tourismus in beiden Ländern? Sie haben jetzt schon angesprochen, dass Reisewarnungen regionaler werden sollen. Ich darf vielleicht beginnen, Herr Staatssekretär. Ich glaube, unsere erste Verpflichtung ist jetzt, das gilt für alle Länder, aber natürlich insbesondere auch für uns, die Zahlen der Infektionen runterzubekommen. Das Zweite ist, dass wir natürlich das Vertrauen der Menschen in die Maßnahmen, die gesetzt werden, auch bilateral, aber auch multilateral sozusagen stärken wollen. Jetzt ist das erste Ziel, die Gesundheit zu erreichen, die Gesundheitssysteme auch aufrechtzuerhalten. Sie wissen, dass hier viele Anstrengungen unternommen werden. Und das Allerwichtigste ist, dass die Menschen diese Dinge auch mittragen, dass sie sich an die Maßnahmen halten, die natürlich regional unterschiedlich sein können aufgrund der unterschiedlichen Betroffenheit, aber die sozusagen zusammengefasst sehr einfach sind. Das heißt, Maske tragen, Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten. Und so kann auf längere Sicht auch wirklich jetzt das Runterkommen des Infektionsgeschehens, wird das Vertrauen stärken. Wir stehen vor großen Herausforderungen, natürlich, Sie haben es angesprochen, aufgrund der bevorstehenden Wintersaison, aber der erste Aspekt und das erste Ziel muss jetzt sein, die Infektionen runterzubekommen, damit wir dann über alles andere weitere reden können. Ja, nun, ich kann da wenig hinzuzufügen zu dem, was die Frau Minister gerade gesagt hat. Ich glaube, das Ziel ist ganz klar, es ist klar definiert. Was jetzt konkret Spanien betrifft, kann ich Folgendes sagen. Was wir versuchen, ist, nach Regionen zu sehen. Wir haben die Kanaren, die eine Infektionsrate unter 50 haben. Für diese Region der Kanaren haben wir eigene Regelungen. Dann haben wir die Balearen, die noch ein bisschen über diesen 50 liegen. Im Moment sind für die Balearen noch keine Hochsaisonbedingungen gegeben, bei den Kanaren sehr wohl. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist Folgendes. Wir haben sogenannte Tourismuskorridore im Sinn. Das heißt, dass wenn die Infektionsrate etwas in die Höhe steigt, dass unsere Besucher trotzdem immer davon ausgehen können, dass wir alle Maßnahmen zu einer sicheren Reise ergreifen, sprich Korridore schaffen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass die Tourismusindustrie am meisten von der Pandemie getroffen wurde und das wird auch in den nächsten Monaten noch so sein, denn wir wissen ja, wie es ist mit der Pandemie. Man muss Restriktionen, den sozialen Kontakt und so weiter akzeptieren. Und das geht natürlich direkt auf, zielt auf das Herz des Tourismus ab. Aber ein Großteil der Unterstützungsmaßnahmen, die mit nationalen und auch europäischen Mitteln finanziert werden, eben unter anderem auch die Kurzarbeit, werden für den Tourismussektor hier eingesetzt. Auch die Initiative SURE wird in diesem Sinne eingesetzt, um kleine und mittelständische Unternehmen, auch große Unternehmen zu unterstützen, die vor allem im Fremdenverkehrsbereich tätig sind. Und diese Industrie ist ja in der größten Krise verhaftet, seit Spanien Ende der 60er Jahre eben mit Fremdenverkehr begonnen hat. Keine weiteren Fragen mehr, gibt's euch herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Adios, muchas gracias. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.